Was war das denn? Das geht schon wieder weg. Ich soll mich schonen. Ich soll mich mehr bewegen. Naja. Gibt es da nichts Rezeptfreies? Ich glaube, ich muss zum Arzt. Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Studentinnen und Studenten der Medizin. Ärztliche Gesprächsführung ist das Thema. Ärztliche Gesprächsführung ist schon wichtig. Ihr Patient kommt, er setzt sich hin und nun, ja, was nun? Und vor allen Dingen, wie nun? Das möchte ich Ihnen anhand des Leitfadens des Instituts für Psychosomatik und Psychotherapie der Uni Köln kurz erläutern, denn da gibt es das ein oder andere zu beachten. Sie haben in Ihrem Berufsleben 200.000 Patienten zu erwarten. Und jetzt sitzt einer davon da. Das ist ein Ansporn, das Gespräch effizient zu gestalten. In meinem Berufsleben werde ich 200.000 Gespräche führen. Und? Haben Sie sich darauf vorbereitet? Tja, wenn es um ärztliche Gesprächsführung geht, dann sollte man eine ganze Reihe von Punkten berücksichtigen, die ich jetzt mal versuche, Ihnen zu erläutern. Man sollte erstmal eine Beziehung aufbauen. Das setzt voraus, man muss den Rahmen gestalten. Machen Sie sich bequem. Fühlen Sie sich wie zu Hause. Äußere Störungen sind exogen, natürlich der Patient. Der Patient stört. Es ist immer unangenehm, mit Laien zu tun zu haben, wenn man ein angenehmes Fachgespräch führen könnte. Lassen Sie sich nichts anmerken. Sehen Sie in dem Moment weniger den Patienten vor sich als den Kunden. Die Begrüßung muss natürlich sein, oft unangenehm. Natürlich, Sie müssen jetzt den Patienten nicht gleich in den Arm nehmen und abküssen. Falls Sie Dermatologe sind und der hat Herpes, wäre das kontraindiziert. Aber Sie sollten schon ihn angucken. Sie sollten eine Grußformel äußern, Tag zusammen oder ja, alles gut, oder tja, einen schönen Tag auch, nicht? Je nachdem, in welcher Region Sie nun arbeiten werden. Sie sollten natürlich die Gesprächsziele verdeutlichen. Ich bin Arzt, Sie sind Patient. Das langt als Verdeutlichung. Und Sie sollten den Zeitrahmen mitteilen. Sie müssen dabei jetzt nicht unbedingt dem Patienten sagen, Wartezimmer ist sehr viel Zulauf heute. Ich habe eigentlich statistisch gesehen 1:37 für Sie Zeit. Aber wollen wir nicht pingelig sein, auf eine halbe Minute mehr soll es mir nicht drauf ankommen. Die 2 Minuten nehmen wir uns. So viel Zeit muss sein. Da sollte man, damit der Patient wirklich frei von der Leber weg, wie die Internisten gerne sagen kann, was ihn drückt, falls es ihm nicht auf der Leber liegt, sollte man schon für eine Offenheit sorgen. Sie können ein Angebot machen, Sie können sagen, was kann ich für Sie tun? Und Sie werden ja sehen, was dann kommt. Vielleicht wollt ihr nur den Locher holen und ist gar kein Patient, dann ist das Thema schnell erledigt. Geben Sie ihn dem Locher oder werfen Sie ihn ins Kreuz und dann ist er draußen. Schwindel. Dermaßen schlimmer Schwindel, dass ich kaum noch gehen kann. Sie sehen ja meine Haare. Friseur, Haarwaschen, alles nix. Kann ich mich nicht mehr bücken, nix. Mhm. Da war mir mal nachts im Kopf was. Ich hab das noch nie wem gesagt. Also hört man hin. Das kann man durch Blickkontakt fördern, durch Signale wie ja, Sie sollten ihn nicht unterbrechen, nicht mit einer Schere seinen Gesprächsfaden abschneiden, falls er überhaupt einen hat. Ich meine, da gibt es auch Patienten, die kommen von Hölzchen auf Stöcken. Die erzählen dir dann, dass die Straßenbahnfahrt 2,37 Mark oder 2,37 € gekostet hat. Das ist nicht wirklich das, was Sie jetzt wissen müssen. Ich muss Ihnen was erzählen. Das ist nämlich so, dass ich das schon sehr lange habe. Wissen Sie, das hat alles angefangen, als ich... Es geht um Herzschmerzen. Ich befürchte, dass ich... Mein Mann hat auch gesagt... Herzrasen, Stiche in der Herzgegend, Schwindel, Kopfschmerzen, nachts schwitzen. Und ich habe immer... So schlimme Albträume.
Aktives Zuhören ist eigentlich zum Weitersprechen ermuntern, offene Körperhaltung haben, sozusagen aufmuntern. Ich finde, das sollten Sie sich nicht leisten. Aktives Zuhören sollten Sie ruhig wörtlich nehmen. Sie sind aktiv und hören trotzdem zu. Schön. Nun kommen wir zur großen Welt der Gefühle. Sie werden sagen, das hat in der Praxis nichts verloren. Ich bin Radiologin, ich bin Internist, ich bin Chirurg, was soll ich damit fühlen? Nein, es kommen, ob Sie es wollen oder nicht, Gefühle auf. Muss man aber erst mal wahrnehmen. Ich weiß, Sie haben wenig Zeit. Sie können sich das eigentlich gar nicht leisten. Da ist der Kühlschrank aufzuräumen, da ist die Karteien sind da noch zu ordnen, da sitzt nun der Laie vom Patient trotzdem. Sie müssen schon erst mal wahrnehmen, es hat der Mann Emotionen. Das ist dann sowas wie, dass die Frau, die Patientin dann plötzlich da sitzt und plötzlich anfängt mit zitternder Stimme. Es fängt meistens in den Mundwinkeln an. Und Sie ahnen schon, wenn die jetzt anfängt zu heulen, dann zieht es sich. Die hört aber nicht mehr auf. Da kann man dazwischen gehen, da kann man die Sprechstundenhilfe holen, kann die Patientin hinausgeleiten lassen. Und wenn Sie sich beruhigt haben, kommen Sie wieder. Ich habe keine Zeit, Ihnen Tempotaschentücher durch das Gesicht fliegen zu lassen. Ist es dann die Möglichkeit? In die Situation des Patienten sich einfühlen, tut man dann, wenn man dem Patienten sagt, dass man versteht, was er da tut. Also, ja, ich sehe, Sie weinen, gell? Glauben Sie, es ist der richtige Platz? Ha? Glauben Sie, ich habe Zeit, dass Sie dazuhören kann, nicht? Wenn Sie waren da, gell? Ja, dafür sind wir aber nicht da, gell? Haben Sie schon gesehen, wie viele Leute draußen da im Wartezimmer sitzen, gell? Ja, was glauben Sie, wenn die alle waren, gell? Wenn Sie einer kommen, ja, wo kommen wir denn da hin? Jetzt gehen Sie mal aus, gell? Jetzt gehen Sie mal aus, ja. Die Frau fühlt sich verstanden. Sie fühlt sich richtig wahrgenommen. Er hat ja nicht gesagt, dass sie sich totlacht. man kann auch emotionale Öffnung fordern. Emotionale Öffnung, manchmal ist es wichtig, dass ein Patient Ihnen schon sagt, wie er sich wirklich fühlt. Und da sollten Sie auch keine Täuschungen zulassen. Da sollten Sie, wenn jemand da sitzt und der Heiter vor sich hin, ja, Herr Doktor, mein Gott, ja, ja, Sie haben mir gesagt, ich habe jetzt Diabetes, ja Gott, was soll ich machen? Ich muss bei so Sachen immer lachen. Hören Sie auf zu lachen! Muss man dann sagen. Hören Sie auf zu lachen. Ich weiß, dass Sie Panik haben. Ich sehe es an Ihren Pupillen. Ihnen steht der Angstschweiß innerlich quasi auf der Stirn. Ja, glauben Sie mich. Glauben Sie, Sie können mich hinters Licht führen. Ha, nicht mit mir. Was glauben Sie, wer ich bin? Entweder heraus mit den Emotionen oder Sie verlassen sofort meine Praxis. Es ist dann die Möglichkeit. Ich bin Ihr Arzt. Ich habe ein Recht auf Ihre Gefühle. Und fertig. Da werden Sie mal sehen, wie die Patienten, aber hallo, da stehen die stramm. Seien Sie ruhig auch fachlich korrekt. Also es hat nicht immer Zweck, die Wörter zu übersetzen. Patienten wollen das gar nicht hören. Das ist dasselbe wie mit dem Latein in der katholischen Kirche. Wenn man alles versteht, kommt bei mir kein Glauben auf. Es ist ja ein medizinisches Fachgespräch, was Sie mit dem Patienten führen, zumindest denkt oder glaubt der Patient daran. Was, wie ist die Ausstrahlung, wovon? Hat er Schmerzen, ist er glücklich? Manche kommen ja zum Arzt, weil sie glücklich sind. Die wissen gar nicht, was das ist, haben das noch nie erfahren und sagen, Herr Doktor, mir ist so komisch. Ich schwebe auf allen Wolken, mir ist so kribbelig. Und dann natürlich müssen Sie schon fragen, ja, wo schweben Sie auf den Wolken? Wie kribbelig ist Ihnen und wo? Ja, dann kommen Sie schnell dahinter. Aha, Sie sind verliebt. Dafür ist mein Kollege oder die Praxishilfe, Sprechstundenhilfe zuständig, falls Sie das Objekt der Begierde sein sollte. Also, nun, Verzeihung, Sie müssen natürlich eingrenzen. Wo haben wir die Störungen? Wie weh tut das? Und da sollten Sie schon auch genau sein. In welcher Situation zum Beispiel tritt die Störung auf? Dann wird Ihnen möglicherweise der Patient sagen, ja, das ist nur beim Mittag und beim Abendessen. Nun, sollten Sie auch schon den Patienten ein bisschen mit einbeziehen. Es ist ja das Stichwort, der mündige Patient. Manche sind zu vollmundig, die Patienten. Herr Doktor, ich weiß, was ich hab. Ne? Ich wollte nur schnell ein Rezept haben. Ne? Also Sie brauchen da nichts zu machen. Diesen vollmundigen Patienten meine ich nicht. Ich meine den mündigen Patienten, dem man auch ein bisschen was zutrauen kann. Den kann man dann fragen, was glauben Sie denn, woher das kommt?
Und dann müssen Sie natürlich, gut, das ist Technik, die Anamnese, den Lebenslauf selbstverständlich vervollständigen, falls die Sprechstundenhilfe nur das Geburtsdatum eingetragen hat. Wir haben aber unerwähnt gelassen, dass die Schwiegermutter ihrer Schwägerin, jetzt mütterlicherseits quasi, dass die auch darunter schon gelitten hat. Solche Dinge spielen da eine Rolle. Da sollte man erstmal das berühmte evidenzbasierte Vorgehen berücksichtigen. Evidenzbasiert, also einsichtsmäßig, das bedeutet, der Patient soll schon irgendwie eine vage Vorstellung davon bekommen, ob die Diagnostik Konsequenzen hat. Sie haben einen Schatten auf der Lunge. Schatten auf der Lunge. Schatten auf der Lunge. Schatten auf der Lunge. Sie sollten schon auch mit dem Patienten, der Patientin darüber reden, was Sie selber nun ändern können. Ihr Blutdruck ist zu hoch. Sie müssen für den Rest Ihres Lebens Medikamente nehmen. Wir beginnen mit einem Beta-Blocker. Die bisherigen Befunde kommen von Kolleginnen oder von Kollegen, aber nicht von Ihnen. Und Sie tun gut daran, dem Patienten erstmal klarzumachen, dass jetzt Sie der behandelnde Arzt sind. Und das können Sie nur, indem Sie das, was die Kolleginnen und Kollegen da geschrieben haben, erstmal aber sowas von fertig machen. Weil in der Regel sind ja Fehldiagnosen. Resümee. Die 2 Minuten Gespräch mit dem Patienten neigen sich nun langsam ihrem Ende zu. Man sollte nun ein Resümee ziehen. Man sollte also nochmal sagen, Sie sind zu mir gekommen, wir haben gemeinsam eine Diagnose festgestellt. Das natürlich beinhaltet, dass wir Therapievereinbarungen treffen müssen. Wir müssen schon da jetzt nun en Detail vorgehen. Das heißt, Sie müssen erstmal morgen um 9:30 bitte wieder zu mir in die Praxis kommen, damit wir da erstmal nun anfangen können, in den detaillierteren Fragenkatalog einzusteigen. Dazu kann man auch noch die Klärung offener Fragen anbieten. Haben Sie noch Fragen? Ich glaube nicht, denn wenn einer hier Fragen hat, Herr Müller-Lüdenscheid, bin ich das. Schön, damit weiß er Bescheid, dass er, wenn er das nächste Mal kommt, gefälligst das Maul zu halten hat. Anamnese ist vorbei, Erstgespräch ist vorbei, jetzt wird behandelt. Und zwar auf Teufel komm raus. Schön. Das war das, was ich Ihnen zum Thema ärztliche Gesprächsführung sagen wollte. Beherzigen Sie meine Ratschläge und Sie werden ein wundervolles, segensreiches, erfolgreiches Berufsleben vor sich haben. Nehmen Sie es aber nicht zu wörtlich. Sie wissen schon, wie ich das gemeint habe.